Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Wege zum Erfolg. Guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend meine Gäste seid. Lieber Michael Meyer, du bist Experte für Business-Etikette und Knicke für Unternehmen und ganz besonders für Vertriebler. Gutes Benehmen heutzutage ist sehr wichtig und das bewirkt auch sehr viel und das nicht nur im Vertrieb. Ich bin sehr gespannt auf deine Tipps und deine Tricks. Was ist für dich Erfolg? Ja, du hast schon eingeleitet. Wir sprechen im Geschäftsleben. Erfolg ist immer dann gegeben, wenn mich jemand beauftragt und ich andererseits ihm das liefere, dann ist das Erfolg. Ich als Mensch muss sagen, für mich ist Erfolg, wenn ich mehr erreiche, als ich mir vorgenommen habe. Und das geht den meisten von uns so. So, Sue Baumgärtner, Bartsch. Du bist Expertin für das Peak Potential Coaching. Du sprichst Unternehmen an, du sprichst Manager an und ganz besonders am Herzen liegen dir auch Frauen. Peak Potential Coaching. Ich muss jetzt mal fragen, ist das ein Name, der für eine bestimmte Art von Coaching steht? Kann man sich das so vorstellen? Ja, so ein solcher Coach, ein Peak Potential Coach, hilft den Menschen dabei, das Höchstmaß an Ergebnis, an Ziel zu erreichen, das Höchstmaß an Happiness zu erreichen und das Höchstmaß an dem ganzen Potenzial zu entfalten, also auch den Wohlstand zu generieren. Also diese drei Komponenten, das ist das, was das Peak Potential Coaching bedeutet. Das ist jetzt sowohl für den beruflichen Bereich als auch für den privaten Bereich. Heiko, du bist Experte für individuelle Maßkleidung für Männer im Rhein-Main-Gebiet. Ein ganz wichtiger Punkt im Geschäftsleben ist ja die Optik, der erste Eindruck. Entscheidet sich ganz schnell, ich glaube, es sind so 2 Sekunden, wo man dann entscheidet, ja, sympathisch, passt. Ich bin jetzt sehr neugierig auf deine Tipps und auf deine Erfahrungen, denn ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass gute Kleidung automatisch auch ein gutes Gefühl auslöst, sowohl bei dem Träger als auch bei dem Gegenüber. Warum machst du das, was du machst? Was ist deine Geschichte dahinter? Also zum einen war ich schon als Junge jemand, der sich für Kleidung interessiert hat und sich gefreut hat, wenn er was zum Anziehen geschenkt bekommen hat. Ich erzähle mal ganz gerne die Geschichte, dass mein Bruder, wenn er gefühlt hat, dass was Weiches war, gar nicht ausgepackt hat an Weihnachten und ich mich sehr gefreut habe darüber. Warum das so war, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Fakt, dass es schon immer mich interessiert hat. Und ich habe ganz oft was Besonderes gesucht und das nicht unbedingt gefunden, habe dann gemerkt, dass es tolle Einkaufserlebnisse gibt und nicht so schöne. Ja? Also zum Beispiel, wie man empfangen wird, ob man gemustert wird, ob der Verkäufer, die Verkäuferin denkt, der passt gar nicht in den Laden oder wir haben nichts für ihn. Oder ob man einfach, egal wie man erscheint, erstmal freundlich begrüßt wird. Okay. Und ich fand es toll, wenn es ein Geschäft gab, wo man Platz angeboten bekommt oder was zu trinken. Und wo man einfach freundlich beraten wird und auch wenn man vielleicht in dem Geschäft nichts findet, zum Beispiel noch einen Tipp bekommt, wo man hingehen kann. Weil dann weiß ich, da wurde mir ein guter Tipp gegeben, weitergeholfen. Das habe ich in guter Erinnerung, da gehe ich gerne beim nächsten Mal wieder hin, auch wenn ich jetzt nicht fündig wurde. Und das sind alles so Dinge, die ich zusammengesammelt habe und versucht habe, möglichst all das, was mir gefallen hat, umzusetzen in meinem Geschäft, in meiner Branche, in meinem leidenschaftlichen Thema Herrenzimmer. Ein Laden, wo Männer gerne einkaufen möchten. Ja. Und ich hoffe, dass ich die Fehler, die Dinge, die mir nicht gefallen haben, vermeide und einfach die Männer sich wohlfühlen, die Frauen sich wohlfühlen und beide nachher glücklich sind, wenn die Männer ein bisschen attraktiver sind, achtsamer sind. Und ich finde es auch schön, wenn die Männer gerne Krawatte tragen, also es weniger als Pflicht und als Geisel empfinden, sondern einfach Lust drauf haben, weil das ist ein Schmuckstück, das ist ein überflüssiges Kleidungsstück. Und ich finde es toll, wenn man da ein bisschen freier ist. Das sind wir heute. Die Gesellschaft geht hin zum, es wird casual, es wird legerer. Und gleichzeitig passiert es, dass viele wieder dann gerne sich schick machen, was ich einfach eine Befreiung für alle finde. Gabi Lück, du bist Expertin für den Megamarkt Frauen. Und du zeigst Unternehmen, wie sie sich ausrichten können, aufstellen können, um den Megamarkt Frauen für sich zu gewinnen. Finde ich ein total spannendes Thema, gerade in der heutigen Zeit. Was kannst du unseren Unternehmern und Selbstständigen, die jetzt zuschauen, mitgeben an Tipps? Wie können sie das erreichen? Was genau machst du?
Also es geht ja, ich befasse mich mit gesellschaftlichen Strömungen und bei Mebamarkt Frauen geht es eben nicht nur darum, dass Frauen die Einkaufsentscheider sind zu über 80%, sondern dass weibliche Werte längst gesamtgesellschaftlich relevant sind. Also dieser Megatrend ist ja eine Entwicklung, die interdisziplinär in alle Lebensbereiche eingreift und in alle Branchen und alle Marken, die eben morgen auch da sein wollen, alle Unternehmen, müssen sich eigentlich damit auseinandersetzen. Und das heißt, Dinge zu reflektieren, weibliche Werte ist ein Wir-Gefühl. Wir sehen ja eben gerade, was da passiert an Wertewandel, also dass es immer mehr um Sinnbotschaften geht, dass es nicht darum geht, einfach nur ein Produkt zu kaufen, sondern eben auch die größte Gemeinsamkeit herauszufinden, was verbindet mich eigentlich mit meinen Käufern, mit der Zielgruppe, was habe ich an Werten, was aber auch für diese relevant sind und das zu besetzen und nicht einfach nur ein Produkt zu kaufen, denn Geld ist in Zukunft, es ist ein Wahlschein und mit welchem Geld oder mit welchem Wahlschein ich Unternehmen unterstütze, das macht eben die Zukunft aus und da sind einfach andere Kriterien jetzt gefragt, wie wir gefühlt, die ganze Sharing-Industrie, ja, dass die Industrie umdenken muss, also wir teilen heute alles, Sharing Cars, Sharing Kameras, das sind alles weibliche Entwicklungen und wenn Sie mal schauen, es geht auch immer mehr um Wohlfühlfaktoren, haben Sie auch gesagt, wir hatten noch nie so viele Massagesalons, wie jetzt da sind, also das sind alles weibliche Aspekte, die wichtig sind, die man berücksichtigen muss, wenn man eine Marke in die Zukunft führen möchte. Michael, du hast bereits erwähnt, du bist auch Vorstandsmitglied im Beirat der Deutschen Kniegelgesellschaft. Mich würde jetzt aber noch viel mehr interessieren, was können jetzt Unternehmer noch tun, um mehr Umsatz zu generieren, ja, mit diesem Hintergrund? Ja, mit der Frage gibst du schon das Thema vor, denn es ist tatsächlich so, dass durch mehr Höflichkeit, Achtsamkeit, Freundlichkeit etwas passiert. Also Unternehmen machen mehr Umsatz und Ertrag. Und das heißt, ein Personalberater wird mehr Folgeaufträge bekommen, wenn man sich wohlfühlt bei ihm, wenn er nicht nur eine Person vermittelt hat, sondern wenn es ein kompetenter Gesprächspartner ist, der immer aufmerksam hinhört, wie fühlt sein Mandant. Es sind große Kanzleien, die Gläsern wirken, aber dort erleben wir, dass auch da die Freundlichkeit in der Uniform, die Geschäftsleute tragen, den Unterschied machen, dass man sagt, die möchte ich haben und umgekehrt versteht man den Mandanten viel besser. Das heißt, wirklich echte Beispiele und wir alle haben schon erlebt, wir gehen in den Laden, kaufen was, vorhin wurde es angesprochen, die Vertriebler, also meine Kollegen aus der Vergangenheit, wenn da mehr aufgepasst wird, einmal weniger jemand den Rücken zugedreht, vergrätzt, vergrault, was da vorkommt, sondern wahrgenommen wird als Person, dann passiert da was, dann kommt man gern wieder. Der Heiko hat das eben so schön berichtet und das macht den Unterschied. Und das macht meinen Beruf so spannend, weil sich immer etwas bewegen lässt, obwohl man denkt, man weiß schon alles, man kennt sein Business, man kennt seine Kunden, aber das Menschliche macht den Unterschied. Liebe Sue, was sind deine Tipps, die du den Zuschauern heute Abend gerne mitgeben würdest, damit sie direkt zu Hause umsetzen können? Also, ich habe da drei Tipps. Tipp Nummer eins ist, und das kennt vielleicht der eine oder andere schon von euch, jeder hat schon mal was von einem Dankbarkeitsjournal gehört, ja. Also, für denjenigen, der das zum ersten Mal hört, das bedeutet im Endeffekt, ein Journal zu haben und mal aufzuschreiben. Drei Dinge, für die du dankbar bist jeden Tag und vor allem wofür, wieso bist du dafür dankbar? Ja, das da auch nochmal das Mindset neu zu stipulieren sozusagen, neu anzuknüpfen hier. Tipp Nummer zwei ist, mach mit diesem Journal weiter. Nimm die linke und die rechte Seite deines Journals und jetzt kommt das Entscheidende, ja. Wir sprechen immer über die ganzen Dinge, die wir tagtäglich machen müssen. Ja, jeder ist busy, keiner hat genug Zeit. Ja, du musst einkaufen gehen, die Kinder müssen abgeholt werden von der Schule, Steuern muss gemacht werden, ich muss noch was einkaufen gehen, hier Kleidungsthema. Und ich unterscheide, das sind alles transaktionale Dinge, die gemacht werden müssen. Aber machen sie dich erfolgreich? Ist dein Unternehmen gewinnbringender dadurch? Nein. Ja, das sind die transformativen Sachen und auf die möchte ich abzielen. Schreib auf die linke Seite die fünf transformativen Sachen, die du machen möchtest diesen Tag und mach die auch. Ja, das sind all die Dinge, die dich persönlich weiterbringen, als auch
dein Unternehmen gewinnbringend profitabler machen. Ja, und als Tipp Nummer 3 ist, überleg doch mal, was sind eigentlich deine Top 10 Ziele im Leben? Mach eine Top 10 Liste und schreib dir die Ziele auf und rank die ja von 1 bis 10. Und ich denke, damit bist du nicht nur happier, du wirst anders überlegen, wie kann ich erfolgreicher, happier sein und vielleicht auch deinen Lifestyle, deinen Wohlstand erreichen dadurch. Lieber Heiko, verrätst du uns auch deine Tricks für die und Tipps für die Zuschauer zu Hause, die direkt umsetzbar sind? Ein direkt umsetzbarer Tipp für die Herren, für die Männer wäre, einfach mal einen Kleiderschrankcheck zu machen. Geht an den Schrank, schauen Sie nach, was sind denn meine Lieblingssachen? Welchen Anzug, welche Krawatte trage ich besonders häufig und gerne? Und dann mal bewusst ins Fühlen zu gehen, was das zum Lieblingsstück macht. Wenn man das weiß, hat man es beim nächsten Einkauf leichter. Und man merkt auch, dass einem das irgendwie stärkt, sich wohler fühlen lässt. Und dann hat man mit Sicherheit einen besseren Eindruck, den man hinterlässt und ist attraktiver. Liebe Gabi, was sind deine Tipps für die Zuschauer zu Hause jetzt, die schnell und direkt umsetzbar sind, vielleicht auch ohne eine Expertin vorher wie dich jetzt zu befragen? Ja, also wenn es beruflich ganz stark um Soft Skills geht, sich da Gedanken zu machen, wie kann ich mein Empathievermögen erweitern, wie komme ich an als Mensch, kann ich gut interpretieren und lesen, wie es meinem Gegenüber geht, also zum Menschenversteher zu werden. Denn es geht ja immer mehr darum, hier als Führungskraft sich da weiterzuentwickeln in diesem Punkt, also wenn man weiterkommen will. Und für Unternehmen ist es natürlich ganz wichtig zu schauen, welches Gefühl hinterlässt meine Marke und wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo ist der größte gemeinsame Nenner von unserer Marke, von unserem Unternehmen zur Zielgruppe, der gerade relevant ist und auch glaubhaft für uns als Unternehmen. Und welches Gefühl hinterlässt auch meine Einkaufsstätte? Ja, man sieht auch da, dass da ein großer Wandel ist, dass es immer mehr um Wohlfühlfaktoren geht, dass die Discounter weggehen vom Billigen hin, heller werden, irgendwo mehr Annehmlichkeiten haben. Und das spielt halt alles mit einer Rolle. Herzlichen Dank, Gabi. Michael, welche Tipps kannst du jetzt unseren Zuschauern zu Hause geben, die diese direkt sofort umsetzen können, ohne auf einen Experten wie dich erst zurückgreifen zu müssen? Ja, die Frage liebe ich natürlich. Und dann habe ich sofort 3 Tipps, die ab morgen einsetzbar sind. Bei dem Weg zum Bäcker, zum Brötchen holen, bitte sprechen Sie die Verkäuferin mit Namen an. Minimum kommt ein Lächeln dabei raus. Wenn es dann später in die Stadt geht, man geht durch eine Tür und man hält sie auf für den, der danach kommt. Unglaublich, ein Danke, ein Lächeln für gratis und für uns alle, die wir zu wenig Dank und Bitte sagen, bitte die doppelte Anzahl Danke sagen und es wird was passieren. Ja, ganz herzlichen Dank. Es war eine tolle Runde mit euch hier heute Abend. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank auch, dass Sie oder ihr dabei gewesen seid heute Abend. Wenn Sie Fragen haben sollten oder ihr Fragen haben solltet zu Themen, schickt sie uns gerne zu und wir stellen dann für die nächste Sendung eine richtige Expertenrunde zusammen zu diesen Themen. Seien Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Wege zum Erfolg.